Habt ihr Lust, mit mir zu rutschen? Leo und Clementine waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie Caillou gar nicht hörten. Und ihm machte es keinen Spaß, allein zu rutschen. Caillou wollte, dass seine Freunde mit ihm spielen. Mami, kannst du mich bitte auch ein bisschen schaukeln? Bist du nicht schon etwas zu groß für die Babyschaukel, Caillou? Kannst du mich dann auf der großen Schaukel schaukeln, Mami? Caillou, wie soll ich dich auf der großen Schaukel schaukeln? Ich schaukel doch gerade Rosie. Egal, wie sehr sich Caillou auch anstrengte, es hatte keinen Zweck. Meistens schubsten ihn ja auch seine Freunde oder seine Mutter erst mal an. Aber etwas konnte Caillou doch wunderbar allein. Auf dem Klettergerüst herumturnen. Mami! Warum gehst du nicht und spielst mit Leo und Clementine? Die beiden haben gesagt, sie wollen nicht mehr mit mir spielen, weil ich Clementines Eimer zerbrochen habe. Ach so. Warum gibst du ihr dann nicht deinen Eimer? Hier, Clementine! Du kannst meinen Eimer haben. Danke. Der ist aber schön. Und der ist größer als meiner. Darf ich jetzt mit dir spielen? Klar, setz dich darüber. Du kannst mir helfen. Caillou wusste jetzt, dass Leo und Clementine wieder seine allerbesten Freunde auf der ganzen weiten Welt waren. Verbringen. Kommst du und malst mit mir das aus, Umi? Augenblick noch, Caillou. Ich möchte das hier nur noch zu Ende bügeln. Warum musst du denn bügeln? Damit das Hemd schön glatt und weich wird. Ich habe es Opa letzte Woche zum Geburtstag geschenkt. Ich war aber gar nicht auf seiner Geburtstagsfeier. Opa hat seinen Geburtstag nicht gefeiert, Caillou. Caillou konnte sich nicht vorstellen, wie man Geburtstag haben konnte ohne Geburtstagsfeier. Warum denn nicht? Opa hatte eine schwere Erkältung und an dem Tag war ihm nicht nach Feiern zumute. Dann möchte ich heute für ihn eine Feier machen. Das ist wirklich eine wundervolle Idee. Er wird sehr überrascht sein. Wir brauchen Hüte und Spiele. Ich male ihm ein großes Bild und er braucht einen Geburtstagskuchen. Tja, dann will ich mal sehen, ob ich alles dafür habe. Ich brauche für das Bild ganz, ganz viele Farben. Ich glaube, hier drin müssen noch eine Menge Buntstifte sein. Ich kann nicht sehen. Ich fürchte, die Größe stimmt noch nicht ganz. Omi, ich möchte das Bild von dem Esel irgendwo aufhängen. Ich wusste, dass du genau den richtigen Platz findest, Caillou. Caillou fand, dass die Dekoration schon richtig gut aussah. Aber irgendwas fehlte da noch. Wir brauchen Luftballons, Omi. Schau, hier sind noch ein paar von deiner Geburtstagsfeier übrig. Caillou, vielleicht bist du noch zu klein, um Luftballons aufzublasen. Caillou war enttäuscht, dass er es noch nicht schaffte, Luftballons aufzublasen. Aber dann fiel ihm etwas ein, was er ganz allein machen konnte. Guck mal, was ich machen kann, Omi. Erstmal muss ich was anderes erledigen. Aber vielleicht hast du Zeit, schnell zur Waschstraße zu fahren. Aber die Waschstraße für Autos fand Caillou natürlich am allerbesten. Also gut, dann aber Dalli Dalli, auf zur Waschstraße. Ja! Rosie auf! Du siehst aus, als solltest du auch in eine Waschanlage. Komm hier, ich zieh dir schnell was Sauberes an. So, fertig. Das Autowaschen wird dir gefallen, Rosie. Rosie war noch nie in einer Autowaschstraße. Darum wusste sie auch nicht, was dort passiert. Rosie, beeil dich! Caillou ist mit seinem Vater schon ein paar Mal durch eine Waschstraße gefahren. Deshalb wusste er auch, wie spannend das ist. Das wird lustig. Da gibt es ganz viel Schaum und Seifenblasen und eine Menge Bürsten und Wasser. Wurm! Und dann kommt das Auto sauber heraus. So wie neu. So, da wären wir. Rotes Licht, stopp! Grünes Licht, los! Rosie bekam Angst, als die Autowäsche begann. Da waren plötzlich so viele fremde Geräusche. Schau, das Wasser! Das hat alles seine Richtigkeit, Rosie. Ist nur ein bisschen unheimlich, nicht wahr? Ich hab keine Angst, Papi. Rosie, sieh mal!
Caillou, versuch doch mal, sie ein bisschen zu trösten. Caillou erinnerte sich daran, dass er beim ersten Mal, als er durch die Autowaschanlage fuhr, auch Angst hatte. Das ist ein Föhn, Rosi. Genau wie zu Hause. Bist du bereit für den Spülgang? Ich fahre jetzt noch mal durch die Autowaschstraße. Ein Zoo im Garten. Caillou war ganz aufgeregt, weil er heute mit seinen Freunden in den Zoo gehen wollte. Papi, Papi! Ich gehe heute zu den Affen, Papi, und zu den Löwen. Oh nein, so spät ist es schon? Leo und Clementine werden gleich da sein. Dann solltest du dich besser fertig machen. So, bist du sicher, dass du nicht mehr auf die Toilette musst? Na ja, vielleicht muss ich doch. Wir können nicht in den Zoo gehen. Es tut mir sehr leid, aber Billy hat schreckliche Zahnschmerzen. Könnte ich Clementine und Leo hier lassen, während wir beim Zahnarzt sind? Sicher, kein Problem. Können Sie mit uns in den Zoo gehen? Tut mir leid, Spätzchen, aber das geht leider nicht. Ich habe heute eine Menge zu tun und Caillous Papi auch. Caillou, Leo und Clementine waren furchtbar enttäuscht, dass sie nicht in den Zoo gehen konnten. Tut mir leid, dass ihr heute nicht in den Zoo könnt, aber dann geht ihr eben an einem anderen Tag. Spielt doch ein bisschen im Garten. Uns ist langweilig, Mami. Tja, wenn ihr nicht spielen wollt, könnt ihr mir mit der Wäsche helfen. Schaut mal, ich bin ein Zebra. Ja, und sogar ein sehr hübsches Zebra. Clementine ist ein Zebra. Clementine ist ein Zebra. Zebra, Zebra. Clementine ist ein Zebra. Clementine ist ein Zebra. So ein Verschluss ist manchmal schwer zu öffnen. Hier. Caillou staunte, wie der Koffer innen aussah. Da gab es eine Menge Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Er konnte es gar nicht erwarten, seine Sachen in den Koffer zu packen. Haben wir für Rosie genug Windeln? Oh nein, die habe ich beim Einkaufen total vergessen. Ich gehe gleich nochmal los. Es wird nicht lange dauern. Wenn ich wieder zurück bin, helfe ich dir beim Kofferpacken, ja? Ist gut, aber du musst dich beeilen. Caillou konnte natürlich nicht in die Ferien fahren ohne seinen Lieblingsteddy oder seinen Lieblingsdinosaurier Rexy. Caillou hatte das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Aber was nur? Caillou, hol dir bitte mal deine Schwimmsachen. Da ist kein Platz mehr. Caillou wusste nicht, was er tun sollte. Er sah keine Möglichkeit, all seine Sachen in dem Koffer unterzubringen. Er geht einfach nicht mehr zu. Caillou versuchte es mit aller Kraft, aber der Koffer wollte einfach nicht zugehen. Etwas musste er wieder rausnehmen. Aber Caillou konnte sich nicht entscheiden, was. Er wollte alle seine Lieblingssachen mitnehmen. Was machst du denn da, Caillou? Ich packe meinen Koffer, aber ich bekomme ihn einfach nicht zu. Ich habe den Eindruck, dass du dir ganz genau überlegt hast, was du mitnehmen willst. Und das ist im Prinzip auch richtig. Aber ich glaube, du hast zu viel Spielzeug eingepackt. Wir fahren doch nur übers Wochenende weg. Also pack nur ein, was du auch wirklich brauchst. Was willst du denn anziehen, wenn wir im Wald spazieren gehen? Seine Mutter half Caillou, die Sachen einzupacken, die er für den Wochenendausflug brauchte. Caillou lernt ein Schimpfwort. Dämliche Vögel. Das war cool, hä? Die dämlichen Vögel kommen mir diesmal nicht in die Quere. Ja, dämliche Vögel. Caillou und Leo waren von dem Skateboarder stark beeindruckt. Und sie hätten sein Skateboard gern mal ausprobiert. Mein Name
Name ist Leo. Ich bin Caillou. Schon mal mit einem Skateboard gefahren? Nein. Dann mal ein kurzer Versuch. Ich muss schnell nach Hause düsen. Oh, super! Das war cool. Ja. Ich muss los. Ciao, Caillou. Ciao, Leo. Tschüss. Da ist Clementine. Ich bin gerade ganz allein auf einem Skateboard gefahren, Clementine. Nein, bist du nicht. Ich habe es genau gesehen. Der große Junge da hat dich festgehalten. Ach, Clementine ist dämlich. Ja, du bist dämlich. Nein, das bin ich nicht. Caillou und Leo waren noch total begeistert von dem Jungen und seinem Skateboard. Deshalb merkten sie gar nicht, wie sehr sie Clementine gekränkt hatten. Sieh mich an, Rosi. Ich bin cool. Dämliche Bauklötze. Dämlich. Rosi, wo hast du denn dieses Wort gelernt? Dämlich. Das ist kein besonders nettes Wort, Rosi. Hallo Leute, ich bin Bryce. Okay, also wie wär's denn, wenn ihr zwei mir ein dickes Lachen schenken würdet? Ich fürchte, so kriegen wir das nicht in den Kasten. Versuchen wir trotzdem noch eins. Bitte recht freundlich. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, um die Kleine zum Lächeln zu bringen. Caillou fiel plötzlich ein, wie er Rosi zum Lächeln bringen könnte. Den mag Rosi gern. Vielleicht klappt es, wenn ich mit ihm neben der Kamera stehe. Guck mal, der Dinosaurier Rosi. Perfekt. Wenn Sie wollen, können Sie schon morgen herkommen und das Foto abholen. Wir müssen zu, du weißt schon wohin, um du weißt schon was abzuholen. Wollt ihr zwei mir nicht vielleicht euer großes Geheimnis verraten? Es ist ein... Es ist eine Überraschung, Mami. Und wenn wir es dir erzählen, dann ist es keine Überraschung mehr. Caillou war sehr stolz auf sich, dass er die Überraschung doch nicht verraten hatte. Und ich glaube, die kleine Rosi wird mir auch nichts verraten wollen. Willst du nicht mit uns mitkommen? Zum du weißt schon wohin, um du weißt schon was abzuholen? Oh, ich danke euch. Was für ein wunderschönes Geschenk. Und außerdem war es eine große Überraschung. Vielen Dank, dass ihr nichts verraten habt. Und jetzt, wo wir das Foto nicht mehr geheim halten müssen, können wir unseren Lippenreißverschluss wieder aufmachen.